Pünktlich. Es ist 6 Uhr. Militärisch pünktlich. Ja, eben. Wir bemühen uns ja auch. Ich sage herzlich willkommen bei ungleich schönerem Wetter als am Montag, als wir unsere Ministerwoche unter Anführungszeichen begonnen haben. Als die Familienministerin Bogner Strauß zu Gast war, haben wir ein bisschen Weltuntergang zur Pressekonferenz gehabt. Aber heute, nicht thematisch, sondern nicht thematisch. Heute klimatisch. Strahlender Sonnenschein. Wir hätten eigentlich das Ganze nach draußen verlegen können. Wir haben uns gedacht, nachdem alles schon aufgebaut ist, werden wir den offiziellen Teil doch hier herinnen im wunderschönen Presseclub machen und dann den gemütlicheren Teil des Abends nach draußen verlegen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Mario Kunasek in seiner neuen Funktion als Verteidigungsminister bei uns begrüßen dürfen. Ansonsten ist er ein unter Anführungszeichen alter Bekannter bei diversen Pressekonferenzen, aber auch als Besucher unseres Sommerfestes. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind. Gerne. Und zu einem gemütlichen, unter Anführungszeichen, Clubabend zur Verfügung steht. Gerne. Ja, Herr Minister, auch von mir ein herzliches Willkommen, schönen guten Abend. Auch vielen herzlichen Dank. Wir kennen Ihren Terminkalender, ganz so einfach war es ja nicht, einen freien Termin zu kriegen. Aber in der Hoffnung, dass Sie ein freies Wochenende in Graz und Steiermark verbringen können, haben wir uns dann auf diesen Termin geeinigt. Vielen Dank fürs Kommen. Und ja, es soll keine strenge klassische Pressekonferenz sein, wo wir nur ein Thema fokussieren, sondern vielleicht eine ganze Reihe von Fragen, die wir mit Ihnen, mit Ihrer Person in Verbindung bringen. Und ich darf vielleicht ganz mit etwas Aktuellem beginnen, wo Sie ja auch sehr im Einsatz waren, auch zeitlich gebunden waren. Es ist gestern das erste Budget beschlossen, ein Doppelbudget, das erste Budget jedenfalls der neuen Bundesregierung. Und in Ihrem Bereich kann man, wenn man die Zahlen anschaut, es so interpretieren, ja, es ist eine durchaus beachtliche Steigerung, wenn man die Vergleichswerte der vergangenen Jahre hernimmt. Wenn man aber schaut, was sozusagen der Reformstau aus der jüngeren Vergangenheit ist, hätte man doch erhofft oder erwartet, dass vielleicht irgendwie im Idealfall ein Dreier vorsteht, dass wir uns so irgendwie um die 3 Milliarden im Budget im Verteidigungsressort bewegen. Wie wollen Sie es anlegen, sage ich jetzt einmal mittelfristig, um dennoch zu investieren? Und es gibt Standorte, nicht nur in der Steiermark, sondern in Österreich, die sind ganz stark reformbedürftig. Und natürlich würde uns interessieren, nachdem das jetzt beschlossen ist und nachdem es jetzt faktisch so ist, wie Sie die Budgetgelder, die Ihnen zur Verfügung stehen, wie Sie diese aufteilen werden und natürlich ganz besonders fokussieren, was wird in der Steiermark passieren mittelfristig. Ja, gerne. Das wäre so meine eingangsthematische. Ich sage einmal herzlichen Dank für die Einladung, der ich natürlich selbstverständlich gerne nachgekommen bin. Bitte wirklich um Verständnis, dass es nicht immer so leicht jetzt ist, im Moment Termine zu finden. Aber eins können Sie mir wirklich alle glauben, also Steiermark-Termine nehme ich gerne wahr und ich bin immer froh, wenn ich sozusagen als Steirer in der Heimat sein darf. Aber da vielleicht gleich konkreter auf die Frage eingehen. Selbstverständlich ist es so, und das wissen wir alle, dass das Bundesheer natürlich einen großen Investitionsbedarf hat. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten Sparkursmaßnahmen erlebt, die wirklich tief in die Substanz gegangen sind. In unterschiedlichsten Bereichen, ohne jetzt alle aufzuzählen, aber nur einige vielleicht. Wir haben große Probleme im Bereich der Infrastruktur, wo wir aufgrund einer Bewertung, die ich erst machen habe lassen, in etwa 50% der Liegenschaften haben, die erheblich bzw. sehr abgenutzt sind. Nur 17%, die in einem sehr guten, neuwertigen Zustand sind und der Rest ist sozusagen nicht brauchbar im Moment. Das heißt, wir haben hier einen großen Bereich, der abgearbeitet werden muss. Wir haben riesengroße Probleme auch noch immer im Bereich der Mobilität, sprich bei den Fahrzeugen, aber nicht erst seit, ich glaube, 18. Dezember 2017, also seitdem ich Minister wurde, sondern schon länger. 1995 bereits, wie ich eingerückt bin in St. Michael, sind wir schon mit dem Reisebusunternehmen in den Gefechtsdienst gefahren, weil wir keine Vorzeige mehr gehabt haben. Und so lange gibt es diesen Stau schon, der einfach nie aufgelöst worden ist. Wir haben immer noch im Bereich der Ausrüstung dort und da Mängel, im Bereich der Miliz. Und wir haben auch natürlich große Brocken, die auf uns zukommen. Ich sage nur Stichwort Hubschrauber, Alouette 3, Eigen, Steiermarkbezug, wo es Lösungen braucht. Das heißt, wie wir es ansetzen? Natürlich hätte ich gerne mehr gehabt, das ist, glaube ich, auch so medial durchaus schon durchgedrungen. Ich war ja der erste Minister, der sozusagen angekündigt hat, hier Nachverhandlungen zu brauchen, vor allem für Sonderinvestitionen. Dann ist Moser auch gekommen noch und hat hier Wünsche angemeldet. Aber dieses Mehr von 180 Millionen Euro für die nächsten 2 Jahre
bedeutet einmal, dass wir weiter investieren können. Ich kann aber nicht den gesamten Investitionsstau schlagartig aufarbeiten, das wird uns nicht gelingen, aber ich kann mit Prioritätensetzungen, die folgendermaßen aus meiner Sicht aussehen: Personal, Ausbildung, Übungsbetrieb, keine Einschnitte, weiter offensiv bleiben. Das heißt, wir brauchen gutes Personal, gute Ausbildung, um attraktiv auch als Dienstgeber zu bleiben. Zweite Ebene, Ausrüstung, ganz besonders Schutzausrüstung. Ein Beispiel: vor etwa 3 Wochen, 4 Wochen, dieser Angriff auf den Korporal vor der iranischen Botschaft in Wien, die der junge Mann ohne Schutzweste nicht überlebt hätte. Das wissen wir heute, der wäre dort gestorben aufgrund dieser Messerattacke. Das zeigt uns auf, da geht es nicht nur um sozusagen symbolmäßige Ausrüstung, sondern wirklich um Leben und Tod im Einsatz. Und da habe ich ganz klar auch die Weisung ausgegeben, im Bereich der Schutzausrüstung weiter zu investieren. Da wird nicht gespart, da muss ein Mehr her. Und die dritte Ebene dann, und das haben wir im Bereich der Infrastruktur, natürlich mit Priorität dort zu investieren, wo wir Rekruten unterbringen und auch das Kaderpersonal Dienst verrichtet. Ich bin selbst 13 Jahre beim Bundesheer gewesen. Ich will gar nicht erzählen, wie ich die Kanzlei meine eingerichtet habe, nämlich ich habe es eingerichtet mit dem ausgeschiedenen Material des Kommandos. Also das heißt, das was die ausgeschieden haben, habe ich mir dann in die Kanzlei gestellt, den Schreibtisch, den Sessel und das Kastel. Das war immer so und das will ich beheben. Ich glaube, dass wir das auch unseren Bediensteten schuldig sind, dass wir ordentliche Arbeitsbedingungen herstellen. Und diese Prioritäten gilt es erst eben zu setzen. Es ist vieles bereits jetzt passiert in den letzten 2 Jahren, das sage ich auch ganz offen, in die richtige Richtung, aber es ist noch einiges offen. Ich habe jetzt das Vergnügen gehabt, eine moderne Unterkunft in 12 Achsen jetzt vor 3 Tagen zu übergeben, wirklich zeitgemäß, nämlich eine Einzelbettsituation mit einer gemeinsamen Nasszelle, also eigentlich ein 2-Bettzimmer abgetrennt, wo man schon das Gefühl hat, das ist gemütlich und zeitgemäß, aber in vielen anderen Bereichen haben wir dann auch gerade im Bereich der Rekrutenunterbringung sehr viel zu tun. Insgesamt zum Budget vielleicht ein paar Sätze. Ohne Sonderinvestitionen für die großen Investitionen, die ja nicht, sage ich einmal, für die nächsten 5 Jahre angesetzt sind. Ein Hubschrauberkauf bedeutet lange Vorlaufzeit, also wir müssen heute ausschreiben, um 23 zu fliegen, sondern ja auch dann eine Einsatzzeit von 40, wahrscheinlich sogar länger, 40 Jahren und länger. Das sind Sonderinvestitionsbereiche, wo man einfach mit dem Finanzminister dann verhandeln muss. Und das weiß er. Ja, das wurde ja in der Debatte rund um das Budget immer wieder auch betont und von allen Fraktionen betont, dass man das brauchen wird. Und das wird jetzt auch die Herausforderung der nächsten Monate sein, diese Sonderinvestitionspakete mit dem Finanzminister dann einmal zu definieren und dann entsprechend auch sicherzustellen. Also das heißt, wir haben eine Vorwärtsbewegung, ich habe früher bei der kleinen Zeitung gesagt, nicht im 4. Gang, aber zumindest im 2. und Gott sei Dank nicht, was wir schon auch erlebt haben, Retourgänge, die wir eingelegt haben, nämlich echte Sparmaßnahmen im Sinne von weniger Übungen, weniger Ausbildung, Treibstoffreduktionen etc., die gibt es nicht, sondern es gibt eine Vorwärtsbewegung insgesamt und das war mir auch wichtig, weil ich ja auch aufgrund meiner Historie diesen Stahlgeruch Bundesheer auch habe und die Erwartungshaltung im Bundesheer besonders groß ist. Da braucht man sich nichts vormachen. Genau so ist es. Ja. Und wenn wir schauen, die ersten Konzeptionen, da waren auch andere Zahlen drinnen bei den Budgetverhandlungen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, aber schlechter. Ich weiß nicht, welchen Stand Sie da das erste Mal erlebt haben, aber also ich kann Ihnen schon sagen, das wirklich als Hintergrund vielleicht auch, es war ein langer und breiter Weg, dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Vor allen Dingen auch, was mir wichtig gewesen ist, im Personal nicht zu sparen, im Personalbereich. Wir haben ja insgesamt, hat die Bundesregierung ja festgemacht, außer im Sicherheitsbereich und im Bildungsbereich, jede dritte Planstelle nicht mehr nachzubesetzen. Und da wären wir zu Beginn der Verhandlungen betroffen gewesen. Ja. Erst auf die Frage hin, na, was sind wir dann? Sind wir nicht Sicherheit, hat sich dieses Problem sozusagen dann gelöst und wir können unseren Personalstand halten, ja, sogar in vielen Bereichen noch intensivieren. Grüß Gott. Aber es war natürlich insgesamt schon ein breiter Weg dorthin und ich bin froh, dass wir mit dem jetzigen Ergebnis zumindest einmal so weit zufrieden sein können, dass wir sagen, wir können das Regierungsprogramm im Rahmen des Programms abarbeiten, aber, und das halte ich immer wieder fest, für die großen Brocken braucht man Sondergeld. Ich frage nur mal ganz kurz nach, wird es Schwerpunktinvestitionen im Bundesland geben, in der Steiermark geben?
Ja, wir haben im Infrastrukturbereich, da wird jetzt richtig liegen, in etwa 10 Millionen Euro, die wir in den nächsten 2 Jahren investieren werden. Das sind Unterkunftsmaßnahmen. Jetzt beispielsweise läuft gerade in der Gabinskaserne die Sanierung einer Mannschaftsunterkunft. Wir machen auch sehr viel im Bereich der technischen Einrichtungen, Heizungen etc. In St. Michael wird eine Mannschaftsunterkunft entsprechend adaptiert und erneuert. Also wir versuchen, also haben sich bauliche Maßnahmen zum einen, und die Ausrüstung trifft ja sowieso alle. Also das ist auch gehört, wo wir Zuläufe haben. Beispielsweise, es kommen über 30 Stück neue Bandur-Panzer, Radpanzer, wo ich halt als Steirer auch noch trachten werde, die Heimat der Bandure, nämlich Straße, entsprechend auch zu berücksichtigen. Also das läuft ja sowieso dann in die Verbände zu, aber Schwergewicht ist für mich immer die Infrastruktur in der Steiermark so weit herzurichten, dass man da im Jahr 2018 ankommt. 10 Millionen Euro ist nicht wenig Geld. Aber ist natürlich, und wir waren gerade beim Hausbauen im Privatbereich, jetzt auch überschaubar insgesamt, wenn man weiß, was heute Bauen und Baumaßnahmen kosten. Bei der zweiten Schicht hat es grünes Licht gegeben, auch in Ihrem Bereich, oder jedenfalls thematisch Eurofighter. Ja. Ihre Einschätzung kann da bei einem neuerlichen Anlauf, je nach Zählweise, das ist der dritte Ausschuss, ja, kann da substanziell eigentlich noch irgendetwas rauskommen, was noch nicht gesagt worden ist? Also ich tue mir mit der Beantwortung wirklich schwer. Warum? Weil ich nie in diesem Eurofighter-Untersuchungsausschuss war. Als Abgeordneter nicht, aber ich habe mir auch berichten lassen. Die Frage wird jetzt sein, was kann jetzt wirklich noch Neues kommen? Ja, man kann jetzt diesen Ausschuss, und ich war Parlamentarier und ich stehe auch dazu, das ist das gute Recht natürlich auch des Parlaments zu kontrollieren und entsprechende Ausschüsse einzurichten. Ich habe nur immer gesagt, man sollte solche Ausschüsse nicht als politische Bühne für quasi Populismus nutzen, sondern man sollte dort wirklich versuchen aufzuarbeiten. Und die große Gefahr bei der Eurofighter-Diskussion ist, dass es eine Endlos-Diskussion wird. Jetzt bin ich der 6. Verteidigungsminister, der mit dem Thema Eurofighter befasst ist. Ich traue mir jetzt nicht wirklich sagen zu 100%, dass ich der Letzte sein werde. Und das ist dann irgendwann auch mühsam, auch für die Bevölkerung, für den Österreicher, weil unter uns gesagt, wenn der Eurofighter hört, dann stellt es ihm eigentlich schon die Haare auf. Und das ist nicht gut, weil ja die Entscheidung, die ansteht, jetzt auch für mich kommen wird im Juni, dann, wenn diese Kommission, die ich eingerichtet habe, uns berichten soll, wie es mit der Luftraumüberwachung weitergeht, genau solche Emotionen ja eigentlich kontraproduktiv sind, weil meine quasi Entscheidung muss auf Zahlen, Daten, Fakten beruhen, auf militärischen Überlegungen, aber nicht auf Bauchgefühl. Und da sind Politiker manchmal geneigt dazu. Das Ohr sollte man bei der Bevölkerung haben, selbstverständlich, aber in solchen wirklich wichtigen Bereichen, wo es um die Sicherheit geht, um sehr, sehr viel Geld auch geht, da braucht man Zahlen, Daten, Fakten. Und deshalb habe ich gesagt, weniger Emotion, ein bisschen weniger Bauchgefühl, die Kommission arbeiten lassen. Das sind Experten, die kennen sich aus, die berechnen jetzt über 50 Modelle, die sie mir dann präsentieren. Und mit diesen Ergebnissen dann werde ich an die Bundesregierung, an den Kanzler, an den Vizekanzler und an die anderen Kollegen herantreten. Und dann wird es eine gemeinsame Entscheidung geben, wie es mit der Luftraumüberwachung ab 2020 weitergeht. Vielleicht noch Randbemerkung, es ist aber keine Eurofighter-Kommission. Das ist immer eigentlich falsch dargestellt. Es geht um das Auslaufen der Saab 105 mit dem Jahr 2020 und damit einhergehend mit der Überlegung, wie geht es insgesamt weiter. Ein Flottensystem, zwei Flottensysteme. Es ist massiv knapp, aber es war notwendig, diese Beurteilung, die mein Vorgänger ja auch bereits gemacht hat, auch zu überprüfen, weil es seit der Kommission Doskozil, die im Juli 2017 Ergebnisse präsentiert hat, inzwischen 8-9 Monate vergangen sind, neue Informationen vorliegen. Auch dort und da der Verdacht im Raum gestanden ist, dass man da versucht hat, politisch sozusagen etwas zu steuern, wo ich gesagt habe, ich will ein ergebnisoffenes quasi Verfahren haben. Ich will auch Ruhe für die Kommission. Das war mir auch wichtig, weil der Trubel war ziemlich groß zu Beginn meiner Amtszeit. Also die wirklich erste Frage nach der Angelobung beim Bundespräsidenten 2 Stunden nachher war, Herr Verteidigungsminister, wie geht es mit dem Eurofighter weiter? Also damit man auch weiß, sozusagen, da ist eine gewisse Dringlichkeit einfach vorhanden gewesen. Aber trotzdem darf man in so einer großen Frage nicht, dass der Hüfte schießt. Und ich glaube, das haben wir dem Steuerzahler auch schuldig, aber auch der Sicherheit Österreichs. Also man darf das Thema jetzt nicht unterschätzen. Erst gestern wieder als Beispiel, ich kriege immer die SMS natürlich, wenn irgendetwas quasi passiert. Erst gestern ist der Eurofighter wieder aufgestiegen, weil eine Maschine, die von Kairo nach München geflogen ist, im österreichischen Luftraum den Transponder nicht eingeschaltet gehabt hat, nicht identifizierbar gewesen ist und selbstverständlich dann auch im Sinne der Souveränität und Sicherheit der Eurofighter aufsteigt,
mit dem dann entsprechend Kontakt aufnimmt und dann sichergestellt ist, dass man weiß, wer das ist und wohin der Und ist es über den österreichischen Luftraum noch ausgegangen? Ja. Das geht sich aus, da braucht man Überschallflugzeuge. Ne? Das habe ich auch gelernt. Der Luftraum ist ja nicht sehr groß. Aber genau das ist der Punkt. Ich habe auch, da gibt es ja unterschiedlichste natürlich, auch ich setze es unter Anführungszeichen, Experten, die meinen, das sollen andere Länder für uns mitmachen. Das muss man politisch auch machen. Welches Ziel hatte das Flugzeug? Kairo. Ja, das ist München sehr nahe. Ja. Also, aber da braucht man eben Überschallflugzeuge, sonst geht sich das einfach nicht aus. Aber wir haben auch vielleicht für die Luftexperten auch das Prinzip der Nacheile jetzt, damit der Schweiz einmal sozusagen diese Vereinbarung getroffen. Das heißt, es ist möglich, dass Schweizer Flugzeuge in unseren Luftraum verfolgen dürfen, bis sozusagen auch wir dann übernehmen oder umgekehrt auch wir in den Luftraum der Schweiz. Bisher war das immer sehr strikt, die genau. Richtige Kehrtwendung machen. Ne? Genau, das wird erst aufgeweicht, damit man eben Zeit gewinnt. Und das Gleiche ist jetzt auch geplant mit der Bundesrepublik. Ich bin am Montag bei der Frau von der Leyen in Berlin, wo wir auch dieses Thema noch einmal ansprechen werden, nämlich wie können wir diese Nacheile auch mit der Bundesrepublik sicherstellen, weil doch eine erhebliche Grenze auch bei uns natürlich mit der Bundesrepublik gegeben ist. Aber weil Sie gerade die Frage selbst in den Raum gestellt haben oder stellen wollten, die Frage nach, warum andere Länder das nicht eigentlich für uns quasi mitmachen können? Ja, das ist eine grundsätzliche, sage ich, politische Frage, eine Frage der Neutralität, eine Frage auch, wie sich Österreich in dieser neutralitätspolitischen Frage entsprechend positioniert. Und da gibt es seitens der Bundesregierung eine ganz klare Aussage. Also ich sage, diese Nulllösung, das heißt, dass wir keine aktive Luftraumüberwachung haben, die wird nicht berechnet werden. Also das steht für uns außer Diskussion. Österreich wird im Sinne der Neutralität und Souveränität eine eigene aktive Luftraumüberwachung sicherstellen. Das ist, glaube ich, auch das, was die Österreicher haben wollen. Ein letztes Thema, bevor ich mich dann schon zurückziehe und selbstverständlich das Feld, wenn ich das so sagen darf, für Dialog und Kommunikation überlasse, den Kolleginnen und den Kollegen höchstens moderiere, entwickeln möchte. Stichwort Kommission, Sie haben dieses Wort schon gebraucht, auf diesen Begriff. Es gibt noch eine andere Kommission, die derzeit tätig ist, allerdings sehr diskret, das ist die Historikerkommission. Kann da noch etwas kommen? Ist doch die Geschichte, die jüngere Geschichte der Partei auch schon ganz klar dokumentiert. Kann da noch irgendwas aufstehen, wo Sie sagen, ah, das haben wir in dieser Form eigentlich noch nicht gewusst? Also ganz offen gesagt, ohne jetzt Teil der Kommission zu sein und ohne jetzt sozusagen im Innenleben das beurteilen zu können, ich kann es mir kaum vorstellen. Ja. Aber trotzdem finde ich es gut, ja, und notwendig, dass man das so gemacht hat, wie man das jetzt gemacht hat. Auch die Vorgangsweise, dass die quasi im Zirkel sitzen und da wird nichts gesagt oder hört man nichts? Also ich glaube, das hat der Bundespartei, hat man durchaus auch festgestellt, dass es durchaus möglich sein kann, dass die Kommission dann auch externe sozusagen hier hinzuzieht. Ja. Inwieweit das der Kommissionsvorsitzende oder die Kommission dann tut, weiß ich nicht. Aber insgesamt glaube ich, dass es auch sehr notwendig ist, dass man das Thema noch einmal aufarbeitet. Man muss die Kommission dann auch an den Ergebnissen messen, auch ganz klar. Ich glaube, Herbst oder Frühherbst, da wirst du denen so das vorlegen. Aber ob da jetzt die ganz große neue Überraschung an die stehen wird, das kann ich jetzt nicht wissen, weiß ich nicht. Und die Vorgangsweise, wie das läuft, das wird gutiert von Ihnen, ist das okay? Oder sagen Sie, das ist jetzt eh nicht so mein Ding, die werden das schon gut machen und werden dann, wenn das Ergebnis vorliegt, an die Öffentlichkeit treten? Also ich glaube, das ist vielleicht in Zeiten wie diesen ein bisschen ungewöhnlich, wie das läuft. Naja, es ist nicht ungewöhnlich, dass man Kommissionen, Ausschüsse etc. nicht im öffentlichen Bereich macht. Also wir haben das auch im Parlament als Beispiel jetzt nur. Da gibt es die öffentlichen Ausschüsse und dann gibt es sensible Bereiche, wo man auch sagt, da ist die Öffentlichkeit nicht dabei. Und ich glaube, das ist auch gut in vielen Bereichen, damit man eben diesen öffentlichen Druck nicht hat und man konzentriert auch arbeiten kann. Das gleiche gilt für die Eurofighter-Kommission. Da werden Sie keine Presseaussendungen und sonstiges erleben. Ganz im Gegenteil, strengste Compliance-Ebenen. Also da dringt nichts nach außen, um eben auch die Gefahr der Einflussnahme, die Gefahr auch, dass Informationen nach draußen gehen, entsprechend gering zu halten. Deshalb sage ich, es ist gut, dass die Kommission eingerichtet worden ist, als Reaktion und Notwendigkeit. Und dann wird man anhand der Ergebnisse, die sie uns präsentiert hat, zu bewerten haben, ist das jetzt das, was wir uns alle miteinander vorgestellt haben oder nicht. Aber ich weiß auch nicht, ganz offen, obwohl ich Bundespartei und Stellvertreter bin, wie sie technisch jetzt arbeitet. Das weiß ich nicht. Also das entzieht sich wirklich meiner Kenntnis. Dankeschön. Bitteschön. Ich
der Suche um Kommunikation. Bitte schön. Ich glaube, wir sprechen schon Politik. Herr Minister, was ist für Sie wichtiger jetzt? Also das Thema Luftraumüberwachung oder könnten Sie sich auch langfristig eine stärkere Luftraumverteidigung vorstellen? Ich glaube, wir sind da, was die Luftraumüberwachung betrifft, jetzt unabhängig von Typen und technischen Details, glaube ich, nicht schlecht aufgestellt. Und wir brauchen auch immer, und das ist, glaube ich, klar, als neutrales Land das klare Bekenntnis dazu. Und wir brauchen auch Identifikationsmöglichkeiten, wir brauchen auch die körperliche Kontaktaufnahme mit Flugobjekten, nennen wir das einmal so. Und ich glaube, dass das die richtige Entscheidung ist, das auch so zu tun. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Und könnten Sie auch aufgrund der aktuellen Fähigkeiten sich vorstellen? Sie meinen insgesamt oder des bestehenden Systems? Insgesamt des bestehenden Systems, respektive einfach mehr Einheit und vielleicht einen zweiten Flugplatz? Also ich denke, dass es quantitativ ausreichend ist, das was wir haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Berechnungen, wie viel braucht man etc. natürlich schon aufgrund militärischen Überlegungen getroffen worden sind. Und ich glaube, dass man da richtig unterwegs sein wird. Was die große Frage sein wird, eben, die dann zu beantworten ist, da können wir mit der technischen Ausstattung, die wir jetzt im Moment haben, den Luftraum überwachen. Wie geht es weiter? Brauchen wir, wollen wir eine Flotte, das heißt auf einem Guss, oder macht man das so wie jetzt, wo man ja mit der SAP 105 und dem Eurofighter überwacht? Aber das sind so, sage ich einmal, Spezialbereiche, wo es wirklich Experten gibt, die uns das beantworten müssen. Weil wenige, auch ich glaube in der politischen Landschaft wahrscheinlich niemand im Moment, der da wirklich Entscheidungsträger ist, kann das wirklich beantworten. Und deshalb bitte da wirklich um Geduld. Ich habe auch ganz bewusst eigene Einschätzungen in dieser Frage immer ganz bewusst zurückgehalten, weil es, wenn man das als Verteidigungsminister tut, rasch einmal als Einflussnahme auch irgendwo gelten kann. Dann wäre ich genau dort, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen werte und sage, der Eurofighter ist gut, ist schlecht, wie auch immer, dann könnte man das schon als quasi mehr oder weniger politischen Auftrag sehen. Deshalb habe ich ja ganz zu Beginn gesagt, wir sollen jetzt in Ruhe arbeiten, dann das Ergebnis vorlegen und dann bleibt es aber selbstverständlich eine politische Entscheidung. Das ist auch klar, die Entscheidung ist dann keine Ressortentscheidung aus dem Militär heraus, sondern selbstverständlich eine Entscheidung, die die Bundesregierung treffen muss. Herr Minister, das Bundesheer hat ja bis heute noch so auch so ein merkwürdiges politisches Momentum. Es gibt dort genug Leute, die auch das Jahr 1934 und andere Ereignisse durchaus bis heute mit dem Bundesheer in Verbindung bringen. Und ich habe eine kurze Passage aus dem Vorbereitung des Ministerrates 1955 gefunden. Die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung und ihrer Politiker bejaht die Notwendigkeit des Bundesheeres. Damals, ne? Sie glaubt aber nicht, dass sehr große Anstrengungen und Aufwendungen des Staates für das Bundesheer die Sicherheit Österreich wesentlich verbessern würden. Sie sind der Meinung, dass sehr große Leistungen für die Landesverteidigung, wie etwa die Schweiz, für die Sicherheit Österreichs nutzlos und daher sinnlos wären. Bildet sich das nicht sehr wohl ein bisschen bis heute aus? Weil die Panzerschlacht im Machfeld, glaube ich, wird auf absehbare Zeit nicht mehr stattfinden. Die Zusammenwirkung von Polizei, Kopa oder ähnliches, wir haben ja einiges. Und ich glaube, den Häuserkampf in Österreich werden wir zumindest auf absehbare Zeit wahrscheinlich hoffentlich auch nicht haben. Jetzt bleibt eigentlich nur die internationale Präsenz. Wo sehen Sie, wenn Sie von einem Kritiker gefragt werden, eigentlich die Verwendung des Bundesheeres? Herr Zug, das beurteile ich komplett anders. Also das haben wir komplett, wirklich inhaltlich weit auseinander. Das haben wir weit auseinander. Aber ich glaube, man muss einmal gewisse Dinge auseinanderhalten. Das ist einmal ganz wesentlich und wichtig. Es gibt die Bundesverfassung und es gibt entsprechende Gesetze, die ganz klar regeln, welche Aufgaben das Bundesheer hat. Und ich bleibe jetzt sozusagen auf dieser Ebene und sage, wenn wir der Meinung sind, ja, und mit wir meine ich das Parlament, diese Aufgaben sehen wir nicht mehr, dann muss man das entsprechend auch mit Zweidrittelmehrheiten entsprechend ändern. Das sehe ich im Moment nicht. Das heißt, der politische Auftrag an sich auf der gesetzlichen Ebene ist klar geregelt mit der militärischen Landesverteidigung. Und jetzt kommen wir in den Bereich hin, den Sie ansprechen, die große Panzerschlacht im Machfeld oder Ähnliches. Also, dass wir nicht die Insel der Seligen sind in Europa und damit auch in Österreich, ich glaube, das haben wir mittlerweile alle leidvoll erfahren müssen. Und es gibt die Ebene des Assistenzeinsatzes, sprich das, was Sie angesprochen haben mit dem Innenministerium, wo natürlich auch die Exekutive in einer, ich sage einmal, Situation des Terrors auch nur beschränkte Kräfte zur Verfügung hat und dann das Bundesheer natürlich auch entsprechend zum Tragen kommt. Das soll man nicht unterschätzen, weil die Polizei natürlich auch nur
Kapazitäten für eine gewisse Zeit hat. Deshalb sage ich, und dazu bekenne ich mich auch, wir müssen uns in diesen Bereichen noch enger vernetzen. Ich war vor einer Woche oder eineinhalb Wochen bei einer Antiterrorübung in Wien-Simmering, wo wir dankenswerterweise ein Einkaufszentrum am Abend zur Verfügung bekommen haben, um dort eben solche Szenarien zu üben, wo internationale Polizeikräfte aus der Bundesrepublik und anderen Ländern bei uns gewesen sind, um mit uns gemeinsam diese Einsatzverfahren auf der operativen Ebene zu üben. Das ist heute leider, man kann das unter leider setzen, notwendig. Und natürlich passiert das auch mit der Cobra gemeinsam, weil, ich sage es einmal umgekehrt, wenn etwas passiert, was wir alle nicht hoffen, dann fragt der Österreicher nicht nach, war das jetzt die Polizei, die das Problem gelöst hat, Sicherheit gebracht hat oder das Bundesheer, es muss einfach geschehen. Und das ist die Aufgabe auch natürlich im Inneren, gemeinsam mit der Exekutive solche Szenarien zu üben. Eine Stufe darunter in der Eskalation, wenn man das so haben möchte, ist dieses klassische Bewachen und Überwachen der kritischen Infrastruktur, wo man eben dann die Miliz auch dazu braucht, um Wasserversorgung, Energieversorgung etc. sicherzustellen, wenn es entsprechende Bedrohungen gibt. Das heißt, da brauche ich, und jetzt sind wir schon beim schweren Gerät, ja nicht nur Männer und Frauen, die dort stehen, sondern selbstverständlich auch Gerät und Waffen, die es ermöglichen, diese Sicherung durchzuführen. Das heißt, selbstverständlich brauchen wir auch schweres Gerät nach wie vor. Und das ist leider in den letzten Jahren etwas vergessen worden. Wir haben gerade auch deshalb genau das Problem im Bereich der militärischen Landesverteidigung, weil man gesagt hat, am Bouncer, für was brauche ich denn heute noch? Ich glaube aber eines, und man hat das dann schnell auch einmal gesehen, 2015, im Zuge der Flüchtlingssituation und Krise, dass es notwendig ist, in Ausnahmesituationen ein funktionierendes Bundesheer zu brauchen. Weil schauen wir uns die Situation im Spielfeld an. Die haben wir dann in den Griff bekommen, im positiven Sinne, wie das Bundesheer dort eingesetzt war, dort auch die technischen Maßnahmen so gesetzt hat, dass das Ganze deeskalierend war und nicht eskalierend war, also keine Kanalisation, wo man klarerweise dann auch entsprechende Unfälle erzeugt, sondern mit dem, was man eigentlich militärisch lernt, einfach hier die bessere Lösung getroffen hat. Und der dritte Bereich, den Sie angesprochen haben, das sind Bedrohungen, die moderner Natur sind, oder neuer Natur sind, ich sage nur Cyber-Ebenen, Cyberbedrohungen, wo ich aber auch weiß, dass wir auch hier in der Abwehr solcher Bedrohungen, nicht nur Österreich, sondern insgesamt auch Europa, noch in den Kinderschuhen stecken. Weil das natürlich ein sehr dynamischer Prozess ist, weil diese Angriffe, die ja hunderttausendfach jeden Tag stattfinden, auf diverse Systeme innerhalb der Republik, nicht einfach abzuwehren sind. Und da braucht man eigentlich nur reagieren. Ne? Da kann man reagieren, da kannst du nur reagieren. Und es gibt schon sowas wie eine Cyberkampfführung auch, ja, aber das ist nicht unser Thema. Ja, also wir sind jetzt nicht die Angreifer, die Systeme angreifen, sondern wir sind die Systemverteidiger. Aber das ist ein irrsinnig komplexer Bereich und da braucht es auch wieder genau diese Vernetzung. Weil wir haben jetzt drei Spieler im System. Wir haben das Bundeskanzleramt, was zuständig ist in vielen Bereichen dafür. Wir haben das Innenministerium, das zuständig ist und das Verteidigungsministerium. Und das sorgt natürlich schon für einen gewissen Reibungsverlust. Deshalb habe ich jetzt den Vorschlag gemacht, auch in einem ersten Projekt diese drei Behörden, nennen wir es einmal so, zusammenzuführen, infrastrukturell zusammenzuführen, ohne jemanden Kompetenzen wegzunehmen einmal, damit man Tür an Tür auch Synergieeffekte nutzt. Und das ist einmal erster Schritt in der Bündelung von Kräften, um Reibungsverluste abzubauen oder eben quasi zu verhindern, Synergien zu verbessern. Also es ist ein vielfältiger Bereich, wo man das österreichische Bundesheer sieht. Und eines sind wir nicht, und das war ja, wenn ich das auch ausführen darf, eine quasi politische Argumentation, die immer wieder gebracht worden ist, wenn man das Bundesheer rechtfertigen wollte, wir sind nicht nur für den Katastrophenschutz da oder für die Katastrophenhilfe da. Das nur großgeschrieben. Selbstverständlich auch, so wie jetzt erst vor zwei Tagen, wo wir in der Südsteiermark eine Brücke gebaut haben mit den Pionieren zu einem Dialysepatienten, dass der sozusagen auch entsprechend behandelt werden kann. Selbstverständlich, das tun wir auch und das ist auch unsere Aufgabe und das tun wir gern und sorgt auch natürlich für das positive Image des Katastrophenschutzes oder der Katastrophenhilfe. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind eine Armee mit einem militärischen Auftrag. Das heißt, man kann das nicht auf den Panzerkrieg festmachen, aber wir haben eine vielfältige Aufgabenpalette im Inland und wenn ich noch ganz kurz ausführen darf, auch im Ausland. Ja. Und ich war selbst immer ein sehr kritischer Geist, was diese Auslandseinsätze betroffen hat, kenne meine eigenen Anträge und Anfragen und Wortmeldungen im Parlament in meiner Oppositionszeit dazu, wo ich teilweise auch andere Positionen vertreten habe. Aber ich glaube, auch dort hat sich die Zeit verändert. Und wenn wir sagen, wir brauchen Sicherheit und Stabilität am Westbalkan, dann ist uns jetzt erst in den letzten Jahren wieder bewusst worden, warum wir das dort brauchen. Und der Balkan ist für uns vor der Haustür ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Bereich.
Da werden wir uns auch nicht zurückziehen. Da sind wir als Österreicher wirklich hochgeschätzt von allen Teilen. Und da werden wir uns weiterhin engagieren müssen, um eben auch dort unten für diese Stabilität auch zu sorgen, dass es auch bei uns zu einer Situation der Sicherheit kommt. Also ich sage, die Aufgaben gehen uns nicht aus, im Gegenteil, sie sind so vielfältig geworden, dass man schon sagen könnte, das hätte man auch in einem höheren Budget abbilden können, um das vorsichtig auszudrücken. Stichwort positives Image. Sie haben vorhin ja gesagt, der Bundesheer muss ein attraktiver Arbeitgeber werden. Wo sehen Sie, abgesehen jetzt von den infrastrukturellen Maßnahmen, die gemacht werden müssen, von der besseren Ausrüstung, wo sehen Sie derzeit noch Punkte, wo ist das Bundesheer nicht attraktiv genug für junge Männer und vor allem auch junge Frauen? Also da gibt es einen Schlüssel dazu und der nennt sich Dienstrecht. Das, also wie viele Vorgänger von mir auch schon versucht haben, dieses Dienstrecht neu aufzustellen und neu zu überlegen. Aber ich möchte vielleicht ein Beispiel bringen. Ich bin also 95 eingerückt. Im Oktober in St. Michael und wollte partout sicherlich nicht beim Bundesheer bleiben. Ja, aber es war dann so, dass mein Gruppenkommandant, mein Zugskommandant, meine Vorgesetzten und dieses Klima dort mir gut gefallen haben und ich gesagt habe, okay, ich kann mir vorstellen, eine gewisse Zeit oder vielleicht sogar ein Leben lang beim Bundesheer zu bleiben und eine aktive Karriere einzubringen. Mir hat damals diese Atmosphäre gereicht und die Aussicht auf eine lebenslange Anstellung. Man hat zwar gesagt, Marco, du verdienst zwar nichts oder nicht viel, aber dafür hast du einen sicheren Job. Und ich habe mir gedacht, na gut, eigentlich ist das Umfeld stimmt, ich mache das. Jetzt sind aber doch schon einige Jahre seitdem vergangen und jetzt wissen wir auch, es hat sich die Jugend verändert. Und es gibt ja schon die übernächste Generation von Jugend sozusagen, die vielleicht mit dieser Situation nicht befriedigt werden. Wenn man sagt, wenig, aber dafür lang oder ein Leben lang. So ganz das Kriterium. Das ist nicht mehr das Kriterium. Also wir müssen dort moderner werden, wir müssen dort auch attraktiver werden im Sinne von einer Durchlässigkeit. Man muss ihnen was bieten, monetär, aber natürlich auch im Bereich der Weiterbildung und Fortbildung, um dann vielleicht nicht ein Leben lang bleiben zu müssen, ja, sondern zu sagen, mit 30, mit 35 oder mit 40 Jahren, jetzt kann ich mir vorstellen, in andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung zu gehen oder in die Wirtschaft zu gehen. Und damit auch sozusagen mal dieses Dienstrecht total auflüftet. Das Beamtendienstrecht, das klassische, in dem wir uns ja bewegen, ist nicht optimal für Attraktivität, nicht zeitgemäß für das Jahr 2018 und danach. Ich hoffe, es gelingt mir. Also es sind schon sehr viele Konzepte in diversen Schubladen leider für immer dann verschwunden gewesen, aber wir werden sie jetzt angehen. Ich habe auch jetzt in den nächsten Wochen wird es gemeinsam mit dem BMÖ einmal eine Kick-Off-Veranstaltung geben, wo man mal schauen kann oder schauen wird, wo kann die Reise hingehen. Das kostet auch Geld wahrscheinlich, ja. Also wenn man solche Maßnahmen setzt, die werden nicht kostenneutral sein, aber wir müssen dort das Dienstrecht wirklich neu aufstellen, ein eigenes Militärdienstrecht schaffen. Übrigens auch die Exekutive will das, die wollen auch ein eigenes Exekutivdienstrecht haben, abseits der klassischen Beamten, also des BDG, um auch dort attraktiv zu bleiben und attraktiv zu sein. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Wehrpflicht für Frauen in Österreich eingeführt wird in den nächsten 10 Jahren? Also meine persönliche Meinung werde ich jetzt nicht kundtun, aber es ist eine politische Entscheidung, die selbst in meiner eigenen Partei immer wieder auch für unterschiedliche und kontroversielle Haltungen sorgt. Was ich mir schon vorstellen kann, um nachzudenken, aber ist auch jetzt nicht aktuell politisch, sondern eine eigene Überlegung, die ich anstelle, ob die 6 Monate, die wir jetzt leider haben, ja, die eine politische Entscheidung gewesen sind 2006, Fehlentscheidung gewesen sind 2006, ob die dazu neigen, im Bereich der Miliz und auch im Bereich der Attraktivität des Grundwehrdienstes das Optimum aus dem System herauszuholen. Also könnten Sie sich eine Verlängerung des Ich persönlich könnte es mir vorstellen und ich persönlich sage auch, dass diese Entscheidung 2006 aus rein wahltaktischen Überlegungen eine Fehlentscheidung gewesen ist. Schwerstens zu Lasten der Miliz und schwerstens auch zu Lasten nachhaltig des österreichischen Bundesheeres. Das würde aber auch bedeuten, dass Sie der Zivildienst auf 12 Monate dann zum Beispiel verlängern, wenn man auf 9 Monate Ich gehe auf meinen Bereich. Ich sage noch einmal, die 6 Monate sind nicht dazu geneigt zu sagen, wir stärken die Miliz. Wir haben ein massives Problem im Bereich der Übungen. Wir üben de facto gar nicht, ja, oder nicht im ausreichenden Maße. Wir haben jetzt zwar, ich glaube, 3 Millionen Euro für Übungen im Milizbereich für das vorige Jahr budgetiert und die werden auch stattfinden, aber wir haben natürlich aufgrund der 6 Monate massive Personalprobleme, diese Übungen personell so zu beschicken, dass auch die Miliz etwas davon hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich heute Unteroffizier bin und ich bin Zugskommandant, und ich möchte üben, dann möchte ich in meiner Funktion üben.
und nicht 2 Stunden in meiner Funktion üben, dann wechsle ich die Rolle und werde zum Kraftfahrer, ja, weil wir gar keine Kraftfahrer haben, und dann wechsle ich wieder zurück in die Funktion des Kommandanten. Das heißt, da hat man einfach auch die Miliz nicht attraktiviert und hat ihnen eigentlich auch die Lebensquelle mehr oder weniger entzogen durch die Reduktion der Dauer des Wehrdienstes. Ist im Moment, jetzt bitte ich auch um Verständnis, kein Thema, das in der Regierung diskutiert wird, eine persönliche Einschätzung von mir. Steht auch nicht im Regierungsprogramm drinnen, aber ich persönlich habe eine klare Position dazu. Jetzt sind Sie mit großer Überzeugung nach Wien gegangen und so wie es die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, auch sehr überzeugend. Ja, ich denke, dass viele gesagt haben, das, also wie der Gunnar sagt, das kann schon was, das hat was. Ja. Jetzt haben wir in diesem Land 2020 eine Entscheidung, eine Wahlentscheidung, die in Richtung Zukunft nicht ganz unbedeutend ist. Mit Ihnen zu rechnen auf Landesebene wieder? Naja, also zum ersten Mal den ersten Teil, das stimmt, es hat einige gegeben, die gesagt haben, der macht das Ihnen schlecht, aber es hat auch viele gegeben, die gesagt haben, naja, der wird es ja wahrscheinlich anschauen, der Steirerbull. Ne? Das haben sie mir damals nicht gesagt, aber jetzt kommen sie immer öfter, ja, und haben mir gesagt, naja, bei Ihnen hätten wir uns gedacht, das sind einer der Kandidaten, die da gleich einmal ins Straucheln kommen und am Wiener Bankett auf dem Glatten ausrutschen werden, ist nicht eingetreten. Das haben sie bei den Steirern öfter mal. Ja, aber sie haben sie eben, ja, Steirerblut ist ja hinfalls so oft. Ne? Das passiert manchmal auch so. Ja, ja, okay. Nein, also das ist nicht eingetreten, Gott sei Dank, und das muss ich aber auch dazu vielleicht festhalten, auch deshalb, weil ich ja wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft habe. Und das ist mir relativ rasch gelungen, gerade im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Pressearbeit, der Themensetzungen auch, eine tolle Mannschaft zu haben, die dieses Stolpern zu Beginn einmal quasi verhindert hat. Ich habe gesagt, wir müssen schauen, dass wir aus der Startmaschine gleich wie beim Sprint oder bei einem Lauf rauskommen, weil es hilft uns nichts, wenn wir voll motiviert sind und schon auf dem dritten Schritt eben liegen. Also rauskommen, dann das Tempo aufnehmen. Und das machen wir jetzt gerade. Wir sind gestartet, eigentlich fehlerfrei aus meiner Sicht, und nehmen jetzt schon langsam eben das Tempo auf und kommen jetzt in die Vorwärtsbewegung hinein. Die ersten 100, 120 Tage sind natürlich einmal hinein in das System, aufarbeiten der Problemstellungen meiner Vorgänger etc. Jetzt schon langsam geht's los. Was 2020 betrifft, da habe ich immer gesagt, ich bin der Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark. Das bin ich auch noch bis nächstes Jahr im Frühjahr. Dann ist der nächste Landesparteitag, der ordentliche. Da gehe ich auch davon aus, dass ich wieder bestätigt werde. Und damit ergibt sich eigentlich auch die Frage der Kandidatur, nämlich wenn meine Landesgruppe das möchte, dann werde ich in der Steiermark antreten. Und dann trete ich an, aber nicht jetzt, um noch einen Prozentpunkt dazuzulegen oder das Ergebnis zu halten. Wir haben ein tolles Ergebnis gehabt mit fast 27%, gleich für Abgeordnete wie die ÖVP in der Steiermark. Jetzt geht es mir darum, den nächsten Schritt zu setzen. Wenn wir antreten mit dem Arbeit Kommersäcker Spitzenkandidaten, dann möchte ich auch mitgestalten und mitverändern. Und das ist dann für mich dann die Entscheidung, die dann zu treffen ist. Wenn uns das gelingt, gerne. Wenn wir wieder nicht dabei sein dürfen, ja, aus politischen Überlegungen, wie damals, ja, sagt das auch bewusst, die zwei, die verloren haben, noch einmal unter unterschiedlichen Vorzeichen einfach noch einmal eingehängt haben, dann wird der Mario Konasek liebend gerne die Funktion des Verteidigungsministers weiter ausüben. Sie haben jetzt von einem fehlerfreien Start Ihres Teams gesprochen. Wie würden Sie den Start insgesamt der Koalition bewerten? Also ich glaube gut, also wenn man dann auch den Rückmeldungen der Bevölkerung Glauben schenken darf, das merken Sie wahrscheinlich auch, so wie ich, die Erwartungshaltung ist und war groß, die Rückmeldungen sind aber über weite Strecken positiv. Man hat immer noch Verbesserungsmöglichkeiten und man hat immer noch auch die Möglichkeit, die Kommunikation vielleicht zu verbessern. Aber selbstkritisch betrachtet sage ich, glaube ich, dass diese auch Mischung zwischen der Message-Control, wenn man so haben möchte, der 100% Message-Control und der Variante FPÖ, die richtige ist. Das heißt schon bis zu einem gewissen Grad natürlich ganz klar Kommunikationsrichtlinien zu haben und zu sagen, du in diesem, um es militärisch auszudrücken, Feuerbereich bewegst du dich und nicht weiter hinaus. Aber es muss einmal erlaubt sein, auch also wie ich es jetzt gerade gemacht habe im Rahmen der Diskussion um die Wehrpflicht, der ja nicht im Regierungsprogramm steht, schon auch eigene Ideen einzubringen. Und als Minister einmal zu sagen, das steht jetzt vielleicht im Programm, aber ich persönlich stehe auch dazu. Und ich glaube, das wird von uns ganz gut gelebt und wird gut angenommen. Die Erwartungshaltung, aber wie gesagt, ist eine sehr, sehr große. Das ist jedem bewusst. Und ich weiß nicht, wie die Frau Kollegin Strauß, das hat, also Bogner Strauß, das letzte Mal auch dargestellt hat, wird die ähnliche Frage gewesen sein wahrscheinlich. Aber die Stimmung in der Koalition ist eine sehr gute. Also ich habe jetzt keinen Vergleich, ich war noch in keiner Regierung, aber jene, die einen Vergleich haben,
nämlich auch Mitarbeiter, Polizeibeamte, die uns begleiten etc., die sagen, das ist ganz was anderes, als sie bis dato gekannt haben. Also das war früher eher, es gibt eben die beiden, die zusammenarbeiten müssen, aber so eine zwischenmenschliche Kommunikation einmal irgendwo am Gang oder zwischen dem Ministerrat oder nach dem Ministerrat hat es kaum gegeben. Das wird erst anders gelebt. Und es ist so wie immer im Leben und in jeder Firma auch, du hast halt quasi Kollegen, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du auf ein Bier gehst und du hast Kollegen, mit denen du einfach zusammenarbeitest. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung, die auch von der Bevölkerung ganz gut angenommen wird. Sie haben jetzt auch den Vergleich zwischen einer Budgetdebatte in Frankreich, einer Budgetdebatte im Nationalrat und dieser Landtagsbudgetdebatte, Kindergeburtstag mit Vergleich? Nein, Kindergeburtstag nicht so. Nein, ich wüsste natürlich meinen Kollegen im Landtag, ja, natürlich noch nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Aber es ist ein Unterschied. Oder es ist ein schon einmal technisch ein großer Unterschied. Ich meine, man muss sich vorstellen, diese Budgetdebatte in den Ausschüssen dauert eine Woche. Wird zwar unterbrochen, der Ausschuss, aber das ist ja eigentlich ein Ausschuss oder eine Ausschusssitzung. Das ist schon ein sehr intensiver Prozess. Und da geht es auch um ungleich mehr, auch auf der monetären Ebene. Aber im Landtag wird genauso seriös und gut gearbeitet und da ist das Budget auch das Highlight des Jahres. Das ist auch im Parlament so. Aber was mich schon jetzt überrascht hat, weil ich ja auch Vergleiche habe, quasi Budgetdebatten aus der Sicht der Opposition im Nationalrat geführt zu haben. Ich war jetzt positiv überrascht von der Opposition, zumindest in meinem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, Bereich Landesverteidigung in der Untergruppe 14, das ist sozusagen, wie sie technisch heißt, wie konstruktiv da auch alle mitgetan haben. Ja. Ich kann mich da durchaus an Zeiten erinnern, wo die Opposition, also ich sage nur Peter Bild, ich war selbst auch nicht immer nur brav sozusagen und habe da schon einmal richtig reingehauen, dass man da schon sehr konstruktiv mitgetan hat, vielleicht auch das mitgespielt hat, dass ich eben diese 7 Jahre Abgeordneter war und deshalb auch alle Wehrsprecher in den ersten 14 Tagen schon zu mir eingeladen habe. Nicht zu einer Runde, sondern 4 Augengespräche geführt habe. Ich sage, schau her, ich bin der Mario Konasek. Ein paar mehr gekannt, ein paar mehr nicht gekannt, das ist mein Plan, das ist mein Ziel, das sind meine Rahmenbedingungen. Sag du mir deine, ja, wo sind deine Ideen? Und ich habe dort auf der Ebene gleich einmal auf der inhaltlichen Basis, glaube ich, eine Verbindung hergestellt, ja, die mir jetzt sozusagen im Zuge der Budgetverhandlungen wieder zugute gekommen ist, weil vieles, was man sonst im Ausschuss besprechen muss, schon ausgesprochen war. Und ich dann gesagt habe, die Abgeordneten, das haben wir eh schon besprochen, schau's, aber ich nehme das gerne noch einmal mit. Und wenn du das, glaube ich, machst, diese Kommunikation auch lebst, weil mich hat ganz offen gesagt, ich war Wehrsprecher 7 Jahre lang im Parlament und Vorsitzender des Ausschusses, ein einziger Minister hat mich in diesen 7 Jahren einmal zu sich ins Büro geholt, in 7 Jahren einer, das war der Klug, und das zu einer Zeit, wo wirklich der Hut so gebrannt hat, dass aus der Rosauer-Kaserne schon die Rauchschwaden aufgestiegen sind. Das war die einzige Einladung, die wir damals erhalten haben, und da sind alle Wehrsprecher, der Pilz und ich, und alles haben wir da gesessen, und der Klug hat halt seine Situation mehr oder weniger dargestellt. Und das wollte ich eben anders machen. Und was ich vielleicht auch hineininterpretieren kann in die Budgetverhandlungen und in die Stimmung, man kann es eh anschauen, auch nochmal on demand sozusagen auf der AfD-Vertek, dass es kaum richtige Angriffe gegeben hat gegen mich oder gegen das Budget. Also es war eine noch immer konstruktive Diskussion. Warum kann das so sein? Jetzt kommt der ehemalige Oppositionsabgeordnete. Ich kann nur dann wirklich angreifen, wenn es was zum Angreifen gibt. Ja, und ich habe auch oft müssen sozusagen, das ist einmal so, sagen, okay, man haben wir eigentlich, sollten wir Dringliche machen, ja, was, und du tust es leichter, wenn du was zum Angreifen hast, als wenn du was halt konstruieren musst, um etwas künstlich zu erzeugen. Und das habe ich gehabt, ein bisschen das Gefühl, das erste Mal auf der Regierungsbank, die Aufregung war deshalb eher gering, weil es kaum Angriffsflächen gibt. Das Budget ist was Schlechtes, wir haben mehr. Ich glaube, dass mir auch sozusagen die anderen Abgeordneten durchaus auch abnehmen, dass ich einer bin, der wirklich das Bundesheer nicht nur mag, weil ich aus dem Stall komme, sondern weil mir die Landesverteidigung am Herzen liegt. Und dann wird es halt schwer, als Opposition dort wirklich anzugreifen. Ja. Ich meine, ich will es nicht heraufbeschwören, ja, aber irgendwo war das eine angenehme Budgetdebatte und meine Leute, die hinten sitzen, wissen das. Ich habe gesagt, das Budget wird nicht ohne und ich habe durchaus gesunden Respekt davor gehabt, vor der Ausschussverhandlung, als auch dann vor der Budgetdebatte an sich, aber sie war unbegründet und es war eine gute Geschichte, ohne große Aufregung und Wirbel. Es ist schon einmal der Name Peter Pilz gefallen. Fehlt er Ihnen als Parlamentarier? Mir fehlt er ein bisschen schon, ja. Nein, er fällt uns.
Jetzt kennt ihr natürlich, wenn ich sage, ich bin Minister, so schlecht ist es dann auch wieder, wenn er nicht da ist. Ja? Aber er fehlt dem Parlament. Schon. Warum? Weil der Peter Pilz und die Teile bei Weitem nicht alles, was er sagt und alles, was er getan hat und, wie es, und schon gar nicht, wie er es getan hat, Stichwort Urschüsse etc., das ist diese Politbühne, die man halt wirklich nicht immer nutzen sollte, sondern eher seriös, schon auch aufgrund seines großen Wissens und aufgrund seiner Art, auch wie er ist, erfrischend für das Parlament gewesen ist, belebend auch für die Abgeordneten war und das zu einem lebendigen Parlamentarismus schon dazugehören darf, dass man auch solche extrem kritischen Geister in gewissen Fragen auch hat. Ja. Also aus dieser Sicht heraus für das Parlament sage ich, ja, da geht ein bisschen ab. Aus meiner Sicht, das sage ich, das muss jetzt nicht unbedingt gleich wieder zurückkommen. Minister, Sie haben vorher selber angesprochen, aus Ihrer Oppositionszeit, dass Sie damals Aussendungen gemacht haben, zum Beispiel zu dem Auslandseinsätze, die heute nicht mehr machen würden. Ist der Mensch grundsätzlich gescheitert geworden oder liegt es jetzt einfach an der Rolle, an der Drohnenwechsel? Beides. Ja. Nein, ich glaube beides. Und ich glaube, man darf auch gescheiter werden. Und ich darf das auch so sagen. Schon natürlich, wenn du heute Abgeordneter bist oder du bist Minister, du hast auf der einen Seite eine ganz andere Informationsebene. Ein Minister hat andere Informationen, als ein Abgeordneter hat. Somit ändert sich auch die Sichtweise auf gewisse Dinge. Es hat aber inzwischen auch einiges getan, das muss man auch dazu sagen. Also die Situation, Stichwort Terrorismus, Stichwort auch Flüchtlingsbewegung, Migration etc., das war ja 2008, 9, 10 noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Also da liegt beides. Also ich bin sicherlich auch gescheiter geworden, ja, in vielen Bereichen, also das hätte ich vielleicht, wenn ich das so gewusst hätte, anders beurteilt. Auf der anderen Seite aber natürlich sage ich schon, die Aufgabe der Opposition ist es halt einmal, kritisch zu hinterfragen, nicht weichgespült zu sein. Ja. Und ich darf, und es ist erlaubt, auch einmal spitz fragen, die darf auch einmal unangenehm sein. Und das haben wir, glaube ich, auf eine sehr doch ausgeprägte Art und Weise getan. Aber, und das sage ich schon auch, wenn ich jetzt vergleiche die Zeit Dabrosch-Klug, die ich eigentlich so mehr erlebt habe als Abgeordneter, das habe ich gar nicht erlebt, dann haben sie natürlich auch ganz andere Angriffsflächen geboten. Das waren extreme Sparkurse, das war ein teilweise, hat man den Eindruck gehabt, fast schon mutwilliges Herunterfahren des Systems. Das waren Maßnahmen, die kein Mensch verstanden hat. Also das haben wir ja jetzt so in dieser Form auch gar nicht. Also ich glaube, die Kritik damals war durchaus berechtigt. Im Bereich, wo ich heute einfach mehr Informationen habe, wie damals, sage ich, da habe ich auch dazugelernt, selbstverständlich. Und du lernst rasch dazu, weil du musst rasch dazu lernen, weil es gibt keine Schonfrist. Also die 100 Tage Schonfrist, ich weiß nicht, ich habe die halt nicht erlebt, ja. Wir sind am Montag angelobt worden und am Mittwoch war ich im Hauptausschuss im Parlament und habe dort die Auslandsentsendungen mit den Abgeordneten gemeinsam besprochen. 48 Stunden später. Also da gibt es keine Schonfrist. Sie haben sich in dieser kurzen Zeit aber in der Rolle des Ministers schon sehr gut eingefühlt und fühlen sich ganz offensichtlich wohl. Ja, das tue ich und das habe ich immer wieder auch gesagt, also ich könnte mir im Moment keine schönere politische Funktion vorstellen. Das ist meine berufliche Heimat, das ist der Bereich, wo ich mich, glaube ich, auch fachlich ganz gut auskenne. Das Glück hatte, 13 Jahre aktiv dabei zu sein, dann noch einmal 7 Jahre im Parlament damit beschäftigt gewesen zu sein, als Wehrsprecher, Vorsitzender des Ausschusses, dann 2 Jahre in der Parlamentarischen Bundeswehrkommission gewesen bin, also den Kontakt seit 1995 mit dem Militär nie verloren habe. Und ich habe auch immer gesagt, also wenn ich ministrabel bin, ehrt mich das sehr, aber für ein anderes Ressort stehe ich nicht zur Verfügung. Da bringe ich was mit, das traue ich mir zu, da glaube ich auch, dass ich authentisch bin, da weiß ich, von was ich spreche und ich werde auch angenommen. Ja. Und das, glaube ich, merkt man schon. Einige Herrschaften waren dann schon mit dabei, auch bei Auslandsbesuchen etc. Dort, wo ich gemeinsam mit meinen Leuten hinkomme, kommt man mir auch, also ist ein offener Umgang mit mir möglich. Die Unteroffiziere, die Offiziere, Dienstgrad unabhängig, kommen auch zu mir für Augengespräche. Also man vertraut auch der Person dort in dieser Funktion und das ist schon ein großes Kompliment, weil der holt ja nicht umsonst mit der Bitte raus, um ein Augengespräch. Also der erwartet sich auch was, nämlich zumindest ein Zuhören. Und das wäre wahrscheinlich, wenn du nicht da angenommen wirst, würde das keiner tun. Und vielleicht haben es meine Vorgänger auch nicht getan. Und ich muss da vielleicht auch einen Ansatz dazu sagen, vieles wurde nicht getan von meinen Vorgängern, was ich nicht verstehen kann. Ich gebe nur 2 Beispiele. Das Militärkommando Steiermark feiert jedes Jahr diesen Neujahrsempfang. 34 Jahre gibt es diese Veranstaltung. Vielleicht war der eine oder andere schon einmal dort dabei. Aber 34 Jahre lang kein Minister. Ich war der Erste. Ja. Unglaublich. Wir haben aber schon steirische Minister gehabt. Ja.
Also da muss irgendwo eine Fehlbeurteilung irgendwo vorliegen. Und wenn ich zum Empfang des Militärkommandos Steiermark als steirischer Minister nicht hingehe und das 34 Jahre lang keiner Wertempfund oder dort hingeht, ist eigenartig. Na, freilich, selbstverständlich sind die eingeladen. Ich hätte vielleicht auch eine zweite Einladung gehabt in Tirol, auch möglich, ja. Aber natürlich nehme ich natürlich meine Soldaten als Steirer als erstes einmal wahr. Das ist der ganz normale Heimatbezug, den man eigentlich haben sollte. Zweites Beispiel, ich habe natürlich auch zu Beginn bei uns in der Basar-Kaserne einmal so, bin ja lange nicht durch und habe noch einiges von mir, aber ich bin einmal so auch die Büros ein bisschen durchgegangen. Ne? Und da gibt es eben eine Abteilung, die unmittelbar dem Bundesminister zuarbeitet, also das ist wirklich auch bei mir in der Linie, das sind zwei Stock unter mir. Ich bin im vierten Stock, das ist im zweiten Stock. Und du gesagt, da passt, da gehen wir auch hin. Und dann sitzt man halt dort mit den Leitern dieser Abteilung zusammen und dann haben die eine richtige Freiheit, weil seit Scheibner, also seit 15 Jahren, dort kein Minister mehr gewesen ist. Zwei Stock unterhalb. Also das ist nicht wirklich als Vorarlberger, das ist wirklich nur mit dem Lift zwei Stock oben oder als Fuß, wenn man es halt machen will, da ist keiner gewesen. Und das sind so Dinge, glaube ich, die man schon, und das kostet nichts, aber das ist Wertschätzung. Das ist atmosphärisch, ne? Atmosphärisch. Interesse. Ja. Ich will wissen, was du tust. Ja. Sag mal, wo ist das Problem? Gibt es einen oder was läuft gut? Und ich glaube, dass das schon auch bei den Soldaten, bei den Bediensteten ganz, ganz wesentlich und wichtig ist, weil das gerade gefällt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jetzt machen Sie das mit so viel Impetus und können Sie sich trotzdem vorstellen, in die Steiermark zurückzukommen? Aber nur dann, wenn ich was verändern kann. Ich halte das wirklich fest. Also wenn ich jetzt da zurückgehen müsste, sozusagen, als Klubobmann, ja, noch einmal in der Opposition und noch einmal 5 Jahre würde ich es nicht tun. Erstens einmal haben wir einen tollen Klubobmann mit dem Magister Stefan Herrmann und die hätte man keinen besseren Nachfolger vorstellen können. Und wenn man einmal verändert was, hat... Was heißt denn das mitgestalten? Mitgestalten. Sie sagen immer mitgestalten. Mitgestalten. Aber sagen wir mal, nur gestalten? Geht nicht. Also ja, gestalten. Also weil mitgestalten. Das ist ein Wortspiel jetzt. Auf welcher Ebene müsste man Ihnen den anbieten? Nein, also wenn ich 51% habe, ist das ja. Gestalten, oder? Und wenn es ja. Nicht 51% wäre, dann wenn wir mitgestalten, weil dann wird es einen zweiten Partner geben. Ne? Nein, also wie gesagt, da würde ich einen Test machen, aber ich bin ja jetzt auch nicht der Kanzler. Ja, aber ich merke ja jetzt noch, dass ich in meinem Bereich etwas verändern kann. Und du mit gewissen Maßnahmen auch was erzeugen kannst, was Positives. Und das möchte ich natürlich auch in der Steiermark haben. Wenn mir das gelingt, dann bin ich gern bereit, das zu tun. Wenn ich aber merke, das gelingt mir nicht, ja, dann müssen wir halt noch einen Anlauf nehmen und dann werde ich das mit Herzblut weitermachen, was ich jetzt mache. Aber das ist in Wirklichkeit keine Fesselleserei, weil vor 5 Monaten hätte ich mir das nie geträumt, dass ich heute bin und da sitze im Presseclub und als Minister zu Ihnen spreche. Quasi. Das weiß man nicht, aber die Vision muss sein oder der Plan muss sein, auch für die FPÖ, der Steiermark, mit Klammer zu regieren, zu verändern, das was wir wollen, auch in die Steiermark zu bringen. Vielleicht auch, sage ich auch, das, was wir auf der Bundesebene jetzt versuchen zu transportieren, das Positive in die Steiermark zu bringen, das gelingt jetzt nämlich nicht immer, aufgrund der Situation in der Steiermark, wo man mit der SPÖ eine Regierungspartei hat in der Steiermark, die auf Bundesebene Opposition ist. Ganz schwierig, ja, man merkt es. Sie wissen nicht genau, wie es damit umgehen soll. Also mir wäre schon wichtig, wenn man diese Veränderungen in der Steiermark sicherstellen könnte. Wenn es der Steirer will. Das ist dann natürlich die Frage der Fragen. Sind Sie froh als Steirer, dass Sie nicht mehr Verteidigungs- und Sportminister sind, wenn man die steirischen Obligationen für eine Absage vorbeigegangen? Ja, also wie diese Entscheidung getroffen wurde, dass das der Vizekanzler kriegt, war es ja Gott sei Dank noch kein Thema. Es freut sich aber sicher mal meine Verlobte drüber, weil ich weiß von meinem Vorgänger, dass der Sportminister alles andere wie angenehm ist. Also du bist natürlich gern gesehener Gast bei allen möglichen Sportveranstaltungen, die sich hauptsächlich Samstag und Sonntag zutragen. Das ist die eine Seite. Von dem her gesehen, sage ich, der Heinz-Christian Strache, der wird das schon machen. Die andere Geschichte ist aber die, ich glaube, man unterschätzt das wirklich ein bisschen, weil ich habe zu Beginn hab ich gesagt, eigentlich schade, weil Sport ist ja grundsätzlich was Positives, aber da kommen schon einige Entscheidungen auf den Heinz-Christian jetzt zu. Der Sport ist teilweise auch ein Minenfeld, das ist mit den Verbänden, Dachverbänden etc. alles nicht so einfach. Alles was Förderungen ist. Förderwesen, überall wo Geld im Spiel ist. Unterschiedlichste Befindlichkeiten, die da auch teilweise zum Tragen kommen. Also das ist schon echte Arbeit. Von dem her gesehen, ich habe mit dem Verteidigungsressort schon Arbeit genug. Aber als Minenfeld wirst du jetzt darf ich was off-records sagen, die wirklich off-records, die wirklich erfolgreichen Sportler sind nicht bei uns. Die Ehre Sportler, die Medaillen dann nach Hause bringen. Herr Minister,
Minister, vielleicht einen kurzen Schwenk noch zur Wirtschaft. Die Steiermark gilt ja als Forschungshotspot. Und dann habe ich mir in Vorbereitung zu heute etwa angeschaut, da gibt es ja diese Wissenschaftsnummer. Und da kriegt man, kann es zwar nicht in Detail auflösen, aber man weiß, wie wenig offensichtlich in Österreich hier auch in diesen Markt hinein geliefert oder angeboten überhaupt wird. Es gibt ja quasi auch in Österreich das KIRAS-Forschungsprogramm und ein paar andere noch. Da ist ja relativ viel auch im Bereich, wo sie Kleinstgranaten liefern, da ist ja viel mehr drinnen. Ne? Welche Möglichkeiten oder welche Absichten haben Sie in dem Bereich? Und in der Steiermark ist das besonders untertotiert. Du meinst jetzt Forschungszusammenarbeit, BMLV mit den Einrichtungen? Also grundsätzlich muss man festhalten, dass das vielleicht auch Themenbereiche sind, die wir auf der europäischen Ebene noch besser abbilden können, auch im Rahmen des Bundesheeres. Also es gibt ja dieses PESCO-Projekt, ja, wo es uns möglich ist, auch Projekte einzumelden, wo ja der damalige Außenminister noch kurz auch unterschrieben hat, ich jetzt in Brüssel gewesen bin, und dort haben wir bei 4 Projekten wir uns auch beteiligen. Und da gäbe es jetzt natürlich auch weiterführende Möglichkeiten in der zweiten Runde dieses PESCO-Programms, ständig strukturierte Zusammenarbeit heißt auf Deutsch, wo es genau auch in diese Forschungsbereiche hineingeht. Also ich sehe da schon Möglichkeiten und ich sehe aber auch Unternehmungen in Österreich, Forschungseinrichtungen, aber auch Wirtschaft, die in solchen Bereichen der Militärtechnik, Forschung sehr, sehr gute Arbeit leisten. Also wir haben da ganz konkret einen Bereich, der uns vielleicht vorschwebt, im Bereich der APC-Detektion, also sprich atomarbiologisch-chemische Kampfstoffe, gerade eigentlich wieder ein aktuelles Thema, wo wir sehr viel Know-how in Österreich haben. Wo man vielleicht, und das muss man sich dann anschauen, auch im Herbst, nächstes Jahr im Frühjahr dann vielleicht spätestens, hier ein Projekt hier einmeldet in dieses PESCO-Projekt, um da vielleicht auch für Österreich entsprechende Möglichkeiten aufzumachen. Und dann über diesen Forschungs- und Verteidigungsfonds, den es ja gibt, wo man sich mal anschauen muss, ist da wirklich alles ausgenutzt worden in der Vergangenheit, was an Möglichkeiten vorhanden wäre. Aber das ist richtig, das stimmt, wir haben hier sehr viel Know-how, wir gelten als Forschungsland. Und wir haben sehr, sehr gescheite Leute bei uns, die auch die Möglichkeiten brauchen, sich entsprechend zu entwickeln. Und da sehe ich auch im Verteidigungsbereich dort und da sicherlich Möglichkeiten der verbesserten Zusammenarbeit. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Kosovo. Das ist natürlich schon sehr interessant, wenn man in Pristina ist. Da haben die Amerikaner, glaube ich, 1,5 Quadratkilometer Botschaft mit Hubschrauber und Landplatz. Fahren ein volles Programm. Und dann redet man auch mit Botschaft. Und ich habe da auch mit dem Rektor der Uni gesprochen. Es gibt am ganzen Balkan ein großes Beschaffungsinteresse aus einem, ich sage mal, durchsichtigen, erkennbaren, vertrauenswürdigen Quellenbereich. Und wir in Österreich leiden ja quasi zum Beispiel beim Eurofighter ja darunter, dass, glaube ich, eine ganze Reihe von den Dingen nicht mehr angeschaut werden darf. Ich habe mir das auf den Zeltweg des Zeitlassen ganz mal schauen, wo überall man beim Eurofighter nur mit einem Vertreter einer amerikanischen Institution den Deckel aufmachen. Ja, aber das ist international in Teilen, also kennt das auch in anderen Ländern, wo das durchaus so ist. Ja, das ist Militärtechnik, das sind teilweise hochsensible Bereiche, Sicherheitsstufe Alpha sozusagen, wenn man so haben möchte. Und da kommt es immer auf die Vertragsausgestaltung natürlich selbstverständlich auch drauf an, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Aber das ist im Militärbereich teilweise schon sehr restricted, wie es so schön heißt. Und die Amerikaner, wenn wir gerade beim Thema sind, sind da sehr, sehr restricted und erleben diese Verbotskultur schon auch sehr ausgeprägt aus. Also es ist nicht so, dass man einfach durch ein Militärcamp geht bei denen und überall hineinschauen darf. Im Gegenteil, also dort ist es schon auch so, richtigerweise auch, ja, dass man nicht überall unter jedem Deck reinschauen darf und soll, sondern das soll auch die Möglichkeit geben, selbst auch zu entscheiden, wer sieht was. Und jetzt will ich den Herrn Zucker nicht sozusagen da ist negativ darstellen, aber dass der dann beim Eurofighter aus und einsteigt und Fotos macht, das ist irgendwas selbstverständlich. Da würde man irgendwas falsch machen. Wer weiß, oder mit der Drohne. Was ist haben wir zwar in der Redaktion, aber das ist ein anderes Gebiet. Nein, man hat mir auch in Belgrad, ich muss sagen, wir sind da bei Forschungsprojekten, aber wie gesagt, die suchen hier, die machen relativ viel auch Investitionen, die sind andauernd auf der Suche auch nach Lieferanten. Aus Staaten, wo man ein passendes Vertrauensverhältnis hat. Es ist ganz schön, wenn die Amerikaner oder die Russen oder die Franzosen etwas liefern, aber noch besser wäre es, wenn es von einem Staat, aus einer Region kommt, wo auch das Vertrauen ein passenderes ist. Aber, also ich sage einmal, da grundsätzlich meine Erfahrung ist, gerade mit diesen Ländern,
am Balkan jetzt, da war ich sehr viel schon unterwegs, aber im Kosovo, im Bosnien, ich habe mit der slowenischen Verteidigungsministerin gute Kontakte gepflegt in Budapest, Entschuldigung, im Rahmen dieses CETC-Treffens, wo andere Verteidigungsminister der Länder, Tschechei, Ungarn, Kroatien auch dabei waren. Diese bilateralen Kontakte gibt es ja und die gibt es auf vielfältigste Art und Weise und ich kann wirklich sagen, wir sind da verlässlicher Partner und vertrauenswürdiger Partner auch. Ja? Und da ist es parteiübergreifend, also die slowenische Kollegin ist eine Sozialdemokratin, ja? Die ideologisch wahrscheinlich ganz woanders steht als der freiheitliche Minister in Österreich, aber auf dieser Ebene arbeiten wir sehr gut zusammen, ja? Und da gibt es einen offenen Austausch. Wir sind dort wirklich herzlich willkommen und gern gesehen in allen Bereichen. Und das hat sich auch in Kroatien wieder gespiegelt. Ich treffe übernächste Woche oder in 3 Wochen den kroatischen Verteidigungsminister in Zagreb auf Einladung von ihm. Der ungarische Verteidigungsminister spricht ideologisch eher meine Sprache. Wir vertrauen uns sowieso gut. Also da gibt es Vertrauensverhältnisse auch. Und ich darf das so ein bisschen salopp sagen, wenn sich Verteidigungsminister, und das war jetzt meine Erfahrung der ersten 100 Tage, treffen irgendwo und unter sich sind, dann hat das ein bisschen so einen Selbsthilfegruppencharakter. Es kämpfen echt alle mit den gleichen Problemen in ganz Europa. Ist völlig gleich, ob das jetzt Balkanländer sind oder ob das westeuropäische Länder sind. Jeder hat in Wirklichkeit die gleichen Problemstellungen. Zu wenig Budget, teilweise wenig Verständnis in der Bevölkerung, warum werden Maßnahmen gesetzt, wie sie gesetzt werden. Massivste Rekrutierungsprobleme, die wir Gott sei Dank nicht haben, weil Wehrpflicht. Das muss ich auch sagen, ja, also die Wehrpflicht ist für uns ein ganz, ganz wesentlicher Basis oder eine Basis für Rekrutierung von Berufs- und Milizpersonal. Alle jammern, also die ausgesetzt haben, die jammern eigentlich alle und sagen, also macht es die anderen Plätze nicht, weil wir kommen nie mehr zurück zur Wehrpflicht. Das muss da bewusst sein, politisch unmöglich. Aber wir sprechen über weite Strecken schon die gleiche Sprache. Ja. Und gerade diese eben CETC-Länder, das ist eben der Bereich östlich Österreich, also die sind da sehr bemüht, einen guten Kontakt mit uns zu halten, auch was das Grenzmanagement betrifft. Wir üben auch gemeinsam, wir haben letztes Jahr unter Doskutze eine gemeinsame Übung in Österreich gehabt, wir üben nächstes Jahr in Ungarn gemeinsam mit ihnen und auch das ist wieder diese Kooperation, die man auch international braucht, um sich zu verstehen und dann, wenn es darauf ankommt, auch als Europa, als Europäische Union die richtigen Antworten auf Bedrohungen, Herausforderungen zu geben. Auch das hat sich ein bisschen verändert, Herr Rombold. Da habe ich immer wieder auch kritisch hinterfragt, was kostet das und so weiter. Heute sehe ich das schon als notwendig, eben aufgrund der Erfahrungen 2015. Also ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, diese Migrationsbewegung, die eingesetzt hat 2015, die auch teilweise aus dem Ruder gelaufen ist, ja, im Außengrenzbereich, auch bei uns in Österreich in Spielfeld, dann brauchen wir diese Kooperation mit anderen Ländern. Wir müssen uns gegenseitig verstehen und wir müssen dann gemeinsam auch für Sicherheit sorgen. Und das ist ideologiefrei in Wahrheit mittlerweile in fast allen Ländern angekommen. Wird auch unaufgeregtes diskutiert, das möchte ich auch festhalten. Also diese Emotion, die so innenpolitisch bei uns vorhanden ist in dieser Frage, oft ideologisch auch dominiert, die wird auf der Fachebene Verteidigungsminister als Beispiel total unaufgeregt und sachlich abgehandelt. Und das ist auch eine neue Erfahrung. Ich habe immer gedacht, ich werde eher als freiheitlicher Minister isoliert sein mit meiner Meinung oder mit meiner Position. Das ist überhaupt nicht so. Also wir sprechen doch wirklich über weite Strecken die gleiche Sprache. Und das hat mich auch positiv überrascht bei den ersten Treffen, die waren in Brüssel und in Budapest. Und die bilateralen Ebenen, wie gesagt, die funktionieren sowieso bestens. Und ich freue mich schon auf Montag, wo ich dann in Berlin bin und meine deutsche Amtskollegen noch entsprechend kennenlernen darf. Bis dahin ist Berlin wieder einigermaßen normalisiert, nach dem heutigen Tag. Ich habe einen Vorschlag, ohne dass ich die Gespräche bitte stören möchte, aber einen Vorschlag, wir sollten vielleicht noch ein klein wenig den schönen Abend genießen und uns schlicht und einfach eine kleine Ortsverlagerung vornehmen mit einem kühlen Getränk, was ja nicht heißt, in der Annahme, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns, Sie verweilen noch. Wenn er kalt ist, ich habe schon gespürt, es wäre kein Nachteil, ein kühles Getränk. Das sollten wir realisieren. Noch einmal vielen Dank. Gerne. Behalten Sie uns in Erinnerung, kommen Sie bitte wieder. Danke. Vielen Dank fürs Kommen und wir reden weiter. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.